Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum allerbesten Spiel auf diesem Planeten. Und nicht nur auf diesem Planeten, sondern auch in der gesamten Milchstraße und auch im gesamten Universum. Gothic Definitive Edition Version 2.2.8. Also, Life is beautiful, meine Freunde. So, ich habe, was haben wir heute? Wir haben heute den, lass mal kurz in den Kalender reinschauen. 12. November, Alter. Ganze, oder fast, ganze 2 Wochen habe ich kein Gothic gespielt. Wisst ihr, ich sage immer, je seltener man etwas macht, was Spaß macht, umso mehr Spaß macht es, wenn man es macht. Ja. Dazu gehört ganz klar Gothic mit dazu. So, meine Damen und Herren. Also, na, in der letzten Folge sind wir, leider ist das in der Episode 99 nicht so ganz visuell. Ja, wisst ihr, das habt ihr nicht gesehen, aber in meinem visuellen Feld habe ich gesehen, dass wir Kapitel 2 betreten haben. Ja, Kapitel 2 haben wir betreten, indem wir uns einem Lager angeschlossen haben. Ja, und zwar dem Sumpflager. Nun sind wir eins mit der Natur und die Natur ist eins mit uns. Genauso, wie es in meinem Real Life so aussieht. Wir haben das letzte Mal diese überdimensionale krasse Rüstung gekauft. Was haben wir vor, ist die Frage. Okay. Dadurch, dass wir uns nun ja im zweiten Kapitel befinden, ja, gehe ich sehr stark davon aus, dass die NPCs, mit denen man so handeln kann, neues Erz haben. Ja. Das bedeutet, wir werden jetzt mal kurz bis zum nächsten Tag, nee Quatsch, bis zum Mittag schlafen. Da werden sicherlich alle NPCs wieder wach sein. Ja, und dann, genau, das ist meine Hütte, ach ja, die Kisten, genau. Und dann am Tag können wir mit den NPCs, die dann sozusagen auf ihrer Position dann stehen, dann ihr Erz abgrasen. So, willkommen in der Bruderschaft. Jo. Dankeschön. Ich fühle mich schon sehr wohl aufgehoben. Also als allererstes würde ich sagen, gehen wir mal kurz runter zu Fortuno, glaube ich. Und holen uns unsere tägliche Ration ab. Ach ja, stimmt, die Kisten. Ne? Ich habe sozusagen in der Folge 99 angesprochen, dass ich offscreen durch dieses Sumpflager... Dass ich durch dieses Sumpflager sozusagen durchgehe. Ja, mein Gott. Und offscreen alle Hütten durchchecke, ob die Kisten haben. Ja, zum Schlosse knacken. Das habe ich noch gar nicht gehört. Ja, wenn du meinst. Glücklicherweise für euch, ja. Ich muss es euch nicht antun. Ja, das hat er wirklich behauptet. Gibt es hier in gar keine Hütte. Ich werde mich da nicht einigen. Kisten. Ganz deiner Meinung. Ja, das bedeutet. Erwache. Willkommen in der Bruderschaft. Du solltest dir Zeit nehmen und meine Ware begutachten. Ich habe gerade einen ganz besonderen Trank auf Lager. Ja, ich habe hier auch einen sehr besonderen Trank. Das nennt sich Kaffee. Und Alexander Dumas sagte, zu einem guten Kaffee gehören 3 Dinge dazu. Kaffee, Kaffee, nochmal Kaffee.
Genau, erstmal. Ich will mir meine tägliche Ration abholen. Hier, nimm. 3 schwarzer Weiser. Aber nicht alle auf einmal rauchen. Außerdem bekommst du noch 3 Wurzelsuppen. Für den Hunger danach. Ja? Ich will mir meine tägliche Ration abholen. Du hattest deine Tagesration schon. Das kommt dir nur vor. Komm morgen. Du hast gerade die letzten 5 Sekunden geschlafen. Oder kauf was. Okay, wisst ihr was? Ich will handeln. Wir checken was mal ab. Was willst du haben? Am besten alles erst. Oder willst du was verkaufen? Ja. So einen besonderen Trank, sagst du. Mana Boots. Ist das wirklich schon? Ja, ein besonderer Trank für einen, jemanden, aber nicht für mich. Also was handelt der? Der handelt Blüten, ne? Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Das bedeutet, wenn ich hier so drauf drücke? Lass mal. Genau, okay. Mit dem Kram kann ich nichts anfangen. Wird sich das jemals ändern? Ja, ich glaube, diese Wahl ist, ja. Zack. Oh. Das war etwas zu viel. Will ich trotzdem nicht stecken. Erstmal abwarten. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. So, mein Freund. Ich danke dir. Ja, das hat er wirklich. Viel Spaß mit den seltensten Kräutern auf diesem Planeten. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Bitte schön. So, die einzige Kiste, die ich hier offscreen gefunden habe, im Sumpflager, ja, glücklicherweise für euch, ist hier bei, Korkalorm hatte ich also bei uns Novizen aufgenommen. Wenn du willst, unterrichte ich dich ab jetzt im Schmieden. Also ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher, ob ich bereit bin, Punkte, Lernpunkte an das Schmieden zu vergeben. Denn eine Sache steht fest, Lernpunkte sind wichtig, um solche Skills wie Einhand, Zweihand, Magie, Runen schaffen zu vergeben. Und im Prinzip, wozu brauche ich Schmieden? Ne? Wenn ich Erz habe, dann kann ich mir diese Dinge ja kaufen. Ja? Schmieden, gut, kann ich dazu gebrauchen, um Schwerte zu schmieden und diese dann zu verkaufen. Aber wenn ich schon im Prinzip eine Einnahmequelle habe, wie zum Beispiel Fell abziehen, Zähne abziehen, ja, die Tiere sozusagen ausweiden, dann kann ich ja damit eigentlich genauso gut Geld machen. Ja, ich glaube, diese Einnahmequelle wird uns erstmal ausreichen und dann werden wir schauen, ob wir vielleicht noch was anderes brauchen. Steh nicht im Weg, Mann! Hier wird gearbeitet. Aber ich zeig mir, wie ich ein gutes Schwert schmiede. Bin nur neugierig, was die Lernkosten. Wenn er das nicht sieht, kann ich 5 Lernpunkte. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Ein anderes Mal. Ich will mit dir handeln. Gut. Hier, das sind die Waffen, die ich zurzeit da habe. Oh. 100 Herz. Scheiße, kann ich die Wache nicht einsehen, Alter? Okay, 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 alles gut. So, dann würden wir hier die besten Waffen kurz abgeben. Sowas wie... Ich bin ganz deiner Meinung. Alter, was? Ich habe 11 Spitzhaken. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Okay, rostige Schwerter brauche ich wahrscheinlich eh nicht. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Dann würde ich das hier. Er musste es ja besser wissen. Ist das wirklich? Was hast du nochmal, mein Freund? 100. Calculated, meine Freunde, ne? Das ist eine schlimme Sache. Full calculated, meine Freunde. Full. Guck mal. Na? Manche lernen eben gar nichts. Es kommt nur auf die Kraft an. Also komm mir nicht so. Genau, die einzige Kiste, die ich hier sozusagen gefunden habe, ist die hier. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob ich bei diesem Haufen Leute... ich denke, es wäre vielleicht schlau gewesen,
vor unserem Schlaf hier hinzugehen. Machen wir vielleicht ein anderes Mal, ja? Weil ich denke, die Leute sind ja kühn. Das bedeutet, die sind freundlich uns gegenüber, wenn ich da jetzt rangehe. Ja, da werden sicherlich diese Templer eingreifen. Und ich denke, gegen Templer bin ich noch ein bisschen zu früh. Oh Gott, dran. Das passiert mir nicht nochmal. Kurzer Check, ob wir verarscht wurden, okay. Man muss eben aufpassen, was geht, kann ich auch nicht. So. Dann würde ich nochmal hier kurz nachchecken. Erwache! Ja. Erwache! Ist doch wahr. Ich will handeln. Was willst du haben? Oder willst du was verkaufen? Meinst du, mir geht es besser? Kurzer Check, was das für Bücher sind. Ja gut, Salz habe ich genug. Ihr wisst wieso oder woher. Von Warzone, meine Freunde. So, dann will ich kurz eine Fähigkeit erlernen gehen. Und seine getreuen Anhänger an diesen Ort. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Leute da draußen immer noch sitzen. Da waren nämlich draußen bei diesem Sumpf zwei Leute. Erwache. Zwei Leute, bei einem konnte man Taschendiebstahl erlernen und beim anderen konnte man Schlosse knacken erlernen. Ja. Erwache. Erwache. Wie das die Bassstimmen. Was mir gerade auffällt. Ich dachte, mit dem neuen Kapitel spawnen die Monster neu, aber vielleicht ist das nicht der Fall. Moin! Erwache! Ja. Ah, seid ihr schön am Arbeiten? Erwache! Oh! Gibt's eine Stufe 3 oder? Zeig mir, wie ich ein Schloss knacke. Ah ja, alles klar. Wir. Vielleicht später. Wir befinden uns ja sozusagen bereits auf der Stufe 2 und ich glaube, das ist die größte Stufe. Erwache! Ich habe 10 Lernpunkte. Erwache! Wir brauchen, meine Damen und Herren, Taschendiebstahl für... Da war ja irgendetwas in der Burg des alten Lagers. Ich glaube, bei Bord... Leo oder sowas, also dem Koch des der Burg des alten Lagers. Oder nee, nicht dem Koch, keine Ahnung mehr. Da können wir, ja, ich gehe davon aus, mit Hilfe des Taschendiebstahls auf Meister irgendeinen Schlüssel klauen und mit diesem Schlüssel ja, irgendwie in den Kerker gelangen. Und irgendjemanden befreien oder irgendwie so war das, ja. Ich weiß leider auch nicht mehr genau. Deswegen, meine Damen und Herren, ich bin neugierig. Ja, das ist sozusagen Entdeckung der Gothic-Karte, was uns das Ganze so alles anbieten kann. Und deswegen werden wir das Ganze erlernen. So. Zeig mir den Taschendiebstahl. 300 Erz. 10 Lernpunkte. Ich will ein Meister der Taschendiebe werden. Je geschickter du bist, desto besser erkennst du eine gute Gelegenheit. Und desto eher kannst du deinem Opfer seine Sachen abnehmen, ohne dabei erwischt zu werden. Das ist alles. Zumindest in der Theorie. Ach so. Und für diese Worte habe ich gerade 300 Hertz bezahlt. Vielleicht später. Korrekt. Alles klar, Leute. Schläfer sei mit euch, ne? Aber normalerweise sage ich ja, möge die Macht mit euch sein. So. Dann... haben wir, hier haben wir, glaube ich, die Kollegen von der Sumpfkrauternte.
Ja, genau, da vorne. Oh, bin ich ja gerade vorbeigelaufen an etwas? Okay. Erwache! Ja. Du wurdest also aufgenommen. Dann hast du das Kraut ja tatsächlich nicht verhökert. Ich wurde nicht aufgenommen. Ich habe mich aufnehmen lassen, ja. Hey du. Immer tüchtig weitersammeln. Na klar. Was denkst du denn, was ich hier mache? Mir die Eier schaukeln? Ich soll zu... Was? Ich soll nochmal alles Kraut zu Korkalon bringen. Da bin ich wieder. Ich soll die nächste Ladung abholen. Na klar. Und sie wieder ans neue Lager verhökern. Ich will 50 Erz sehen. Mein üblicher Vorschuss. Also dieses immer tüchtig weitersammeln war ja das, was wir davor schon angeklickt haben. Ja, ich meine 50 Hertz, ja, wir sind jetzt Millionär, ja. Nicht in Real Life leider, aber in der Matrix. Ja. 50 sind fair. Hier, nimm. Sei vorsichtig und lass dich nicht übers Ohr hauen. Alles klar. Hä, wo ist das? Hier, Sumpfkraut. Warte mal. Was war da nochmal? Da war doch irgendetwas hier. Kraut, nee, Kraut zu Gomez bringen, gell? Auf seine schmarte Art und Weise schickte Kokalom mich zu Gomez ins alte Lager, um ihm eine Lieferung Kraut zu bringen. Das ist aber nicht die hier. Die habe ich gerade von dem Kollegen bekommen. Hä? Lol, Alter, was ist denn das? Von wo habe ich denn das? Das liegt hier so versteckt und das habe ich nicht getrunken, Alter. Zwei. Das ist 2 mal 2 ist 4. Fuck, der Schmied, der hatte da irgendeinen Speer mit, warte mal. Mich würde jetzt interessieren, wo ich dieses Kraut habe. Oder ist es irgendwie so einprogrammiert, dass sich das nicht ändern lässt? Oder was ist das, grüner Novize? Okay, wisst ihr was? Als allererstes gehe ich mal nochmal zum Schmied. Was haben wir hier? 35, 33, okay. Viele wollten seine Zeichen jedoch nicht sehen. Zur gleichen Zeit machten sich die Erwache! Ja, geil! Als einer unserer Novizen werde ich dich nun im Kampf unterrichten. Kannst du mich trainieren? Stärke und Geschicklichkeit sind ebenso wichtig wie geistige Kraft. Siehst du? Du bist schon besser geworden. Trainiere mich im Schwertkampf. Ha, das ist hier so eine Art Lehrer für alles. Na, ich war gerade ein bisschen
mad. Weil ich wegen diesem Bug hier runtergestürzt bin. Der Glaube ist gewachsen. Ja, in der Hose wächst auch etwas gleich. Einer der Gurus, ein Alchemist. Ein Prügel. Der Schläfer erschien vor langer Zeit. Welche ich deinen Schläfer erschlagen werde. Oh, eine Vision. Kein Damage bekommen. Warte mal, wie hieß der Typ nochmal, damit ich Bescheid weiß. Und eine Handvoll anderer machten sich auf und gründeten die Bruderschaft. Und wie heißt du? Kormanga. Die Visionen wurden deutlicher. Jedoch war die geistige Kraft der Brüder nicht ausreichend für einen Kontakt. Gornatot. Gornatot. Seit der Gründung des Lagers ist viel Zeit vergangen. Ich hätte das anders gemacht. War nicht besonders schlau. Das ist ein bisschen ein Labyrinth für mich, meine Damen und Herren. Also wir bringen mal kurz die Dingens zu Korkalom. Erwache, Alter. Was willst du? Die eine Banane von hinten reinschieben. Ich bin ganz deiner Meinung. Was machst du für Experimente? Meine Forschung befindet sich auf einer Ebene, von der du nichts verstehst, Bursche. Also verschwende nicht meine Zeit. Ich hab was anderes gehört. Hä? Sollten wir nicht eine Sumpfkrauternte zu Korkalon bringen, oder? Wir sehen uns. Möge der Schläfer dich erleuchten. Lass mich mal, du... Oder war das irgendwie so eine Anspielung darauf, dass ich sie ins neue Lager vorbeibringen sollte? Okay. Vielleicht habe ich ja die Hidden Message nicht erkannt. So, warte mal. Ja, wir haben jetzt... Wir hätten jetzt durch 2x2 ist 4, 37 Stärke. Ne? Ja, wir haben keine Lernpunkte, also im Prinzip könnte ich mir eine Waffe mit 37 Stärke gönnen. Habe ich hier irgendetwas? Nein. Steh nicht im Weg, Mann. Hier wird gearbeitet. Selbst ist er da nicht drauf. Ich will mit dir handeln. Gut. Hier, das sind die Waffen, die ich zurzeit da habe. So, also was hat er hier? Waffenschaden 29. Definitiv weniger als unsere Waffe. Und einen Richtstab. Ich hätte das anders gemacht. Mit 40 Damage. Zweihand. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Das war doch schon vorher klar. Darf auch nicht alles glauben. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Hä? Muss ich jetzt für Einhand und für Zweihand Lernpunkte ausgeben oder was? Was ist das? Okay. Lassen wir das mal so stehen. Das ist wirklich nicht so. Aber behalt's für dich. Muss nicht. Dann, meine Freunde. Der Quatsch wird viel. Er weiß ja nicht mal, wie er ein Schwert hält. So, ich mache hier noch eine letzte Sache und warte mal, kann ich hier hoch oder? Okay, wir schlafen ganz kurz bis zur Nacht und während danach werde ich diese Kiste da hinten kurz aufmachen, damit ich diese Kiste nicht vergesse. Weil ich neige dazu oft, irgendwelche Dinge zu vergessen. Ja, Gothic, wie ihr gesehen habt, spiele ich jetzt nicht jeden Tag, ja. Sondern jetzt hier gerade in dem Fall einmal in der Woche. Oder vielleicht in diesem Fall in 2 Wochen. Ja, zieht durch diese
diesen Sonnenuntergang. Was, Alter? Der Typ ist immer noch da. Mitternachts. Was ist mit den anderen Kollegen? Okay, ich würde mich vielleicht noch interessieren, ob der Typ... ist gewachsen, hat sich gefestigt und wurde weit... Ich möchte Schriften über Magie erwerben. Hätte der vielleicht Erz? Der hat gar kein... was? Zauberstab. Das ist ein... was? Ermöglicht die langsame Regeneration von Mana. Okay, passt. Leider hat er gar nichts. Was, die Blutfliegen? Okay. Lehre mich die Magie der Runen. Die Sprache der Runen zu lernen, vermögen viele. Doch nur wenige verstehen ihre Magie. Ich werde es mit dir versuchen. Kreis der Magie. Ich will lernen, die Kraft meiner Magie zu steigern. Die Kraft deines Geistes ist der Schlüssel dazu. Ich möchte Schriften über Magie... Also, das ist ein Zweihänder. Jetzt ist halt die Frage, schießt er irgendwelche Windfaust-Dinge ab oder ist es einfach nur so ein Stab, mit dem man Leute verprügeln kann? Ermöglicht die langsame Regeneration von Mana. Okay, wenn er dran steht stumpf, dann gehe ich davon aus, dass es Nahkampf ist, oder? Der Glaube ist gewachsen, hat sich gefestigt und wurde weitergetragen. So, wisst ihr was? Ich gehe jetzt einfach mal rein und nehme mir das, was mir gehört. Nimm deine Griffel weg! Okay, du willst dich also mit mir anlegen, ja? Ich glaub nicht, dass du es mit dir. Er hat ihn fertig gemacht! Nicht getan. ...52 Damage, Alter. Crawler Zangen. Nimm deine Griffel weg! Ach, willst du noch? Du hast gewonnen! Er hat ihn fertig gemacht! Der hat genug.
Das hättest du besser nicht getan. Kannst ja eine neue Waffe schmieden, ne? Dauert ja bei dir nicht lang, du bist ja Experte. Was voll komisch ist, der ist immer noch grün, Alter. Krass. So, meine Damen und Herren. Das musste mal sein. Denn das, was in den Kisten sich befindet, na, wir haben ja Taschendiebstahl. Und wie heißt das? Taschendiebstahl und Schlösser knacken nicht umsonst gelernt, ja. Deswegen war es wichtig, dass wir diese Sachen kurz enteignen. So, ich schlafe mal kurz bis zum nächsten Morgen. So. Und dann würde ich vorschlagen, werde ich kurz abspeichern. So, wir haben hier eine Axt erbeutet. Mit 52 Damage, Alter. Guckt euch das an. Das sind hier was? Das sind 17 Damage mehr, Alter. Okay. 17 Damage, ja. Ja, allerdings muss ich hier. Auch 17 Stärke pumpen. Ja, so. Kurzer Check, was wir für die nächste Folge dann jetzt machen müssen. Also, wir werden auf jeden Fall dann aus dem Sumpflager herausgehen. Fokus für die Gurus würde ich irgendwann mal anderes Mal machen. Ich würde mich, glaube, Richtung neues Lager bewegen. Ne, wir gehen zum Gomez. Ja? Das machen wir nächstes Mal. Wir gehen zu Gomez und danach gleich direkt schauen wir, ob wir vielleicht diese Leute, ob wir dann ein paar Feuerbälle reinwerfen können. Ansonsten, was haben wir hier noch so bekommen? Crawler Zangen, ne? Okay, gut. So, meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuhören. Einschalten. Vergesst nicht, das, was ihr denkt, das seid ihr. Deswegen füttert eure Gedanken mit Glaube, Positivität und Hoffnung. Also, macht's gut, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.